zwei Grillmeister und ihre fahrbaren Untersätze. Sie haben eine Mission zu erfüllen. In gegensätzlichen Grillwelten. Das ist Grill on Wheels. Eine Blondine, ihre Cinquecento und ein Grill auf dem Dach. Linda Gwerder ist unterwegs im Zürcher Säuliamt. Sie weiss noch nicht, was für ein Abenteuer heute auf sie wartet. Aber eins ist sicher. Die Grillmeisterin trifft auf eine gehörige Portion Testosteron. Ihr Gegenspieler, der Jean-Baptiste Gost, JB, wie man ihm sagt, hat sich eine höllische Herausforderung für Linda ausgedacht. Per Videobotschaft macht er sie noch etwas mehr nervös, als sie es eh schon ist. Bonjour Linda, du hast mir letztes Mal gesagt, dass du besser grillen kannst als jeder Mann. Jetzt, ich schicke dich in einem Milieu, es wird so viel Testosteron herum. Glaubst du es nicht? Du, ich hoffe nur, dass deine schönen Fingernägel nicht kaputt gehen. Viel Spass. A biento. Ciao. Fingernägel abbrechen. So ein Macho. Hallo. Hallo. Hoi, ich bin Linda. Meg von der Eisenbergs. Freut mich. Meine Jungs hier. Hoi. Hallo. Der JB hat mich zu euch geschickt. Ich soll für euch grillieren. Aber jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, muss ich ehrlich zugeben. Ja, kann ich mir vorstellen. Wir warten da schon brutal lang auf dich. Okay. Und ich würde sagen, wir gehen kurz in unser Clubhaus, wo wir drabläuft und zusammen besprechen. Okay, gern. Danke. Schön. Ui. Jungs in Leder und Nieten mit dicken Bikes. Vielen Dank, JB. Zum Glück habe ich meine Lederjacke dabei. Willkommen in unserem Clubhaus. Jedes Mal, wenn Vollmond ist, haben wir hier unsere grosse Party. Immer bis zum ersten voll mit Leuten und macht richtig Spass. Okay. Wieso hat es denn hier überall die Wildsau? Ja, die Wildsau, das ist eigentlich unser Name, Eisenbergs übersetzt. Das ist auch unser Patch, den wir am Rücken tragen. Okay. Haben wir hier natürlich auch überall abgebildet. Ja, du hast vorhin gesagt, ihr habt alle schon Hunger, dann würde ich sagen, fangen wir einfach gerade an grillieren, oder? Was ist so? Nur leider geht das nicht ganz so einfach, weil wir haben etwas Kleines für dich vorbereitet. Unser Sergeant, der Snake, wird dir jetzt seine Aufgabe gerade erklären. Okay. Es geht darum, dass du bei einem von uns hinten auf den Tisch hockst und probierst, das Wienerli abzubeissen. Wenn das die harten Jungs schaffen, schaffe ich das auch. Herzliche Gratulation zu deiner Prüfung, hast du super gemacht. Merci vielmals. Aber jetzt haben wir Hunger. Hier haben wir unsere Sachen vorbereitet. Wir haben Spare Ribs, wir haben Melonen, sonst noch ein paar Zutaten. Und jetzt muss es zacken gehen. Gut. Ja, wir haben sehr viel Fleisch, ein paar Zutaten für Marinade, gesehene Soße kann man machen, mit den Melonen auch. Aber ist noch ein wenig für das ganze Menü. Muss mir jetzt da schnell ein bisschen Gedanken machen, was wir daraus zaubern wollen. Aber lass dir bitte nicht zu lange Zeit. Ein deftiges Menü für die Razorbacks. Mal überlegen. Viel Fleisch muss auf den Grill. Wildschwein. Knochen. Kühlrippen vom Motor. Spare Ribs passen da wie die Faust aufs Auge. Dazu eine Barbecue-Marinade mit Ketchup, Senf, Honig, Chili, Knobli und Cognac. Eine Fahrt ins Grüne. Da wäre ein rammender Gurkensalat perfekt mit schwarzen Oliven und Pinienkernen. Dazu etwas Erdiges. Süsskartoffeln mit einem Knobli-Kräuterdip.
Ei, das in ein Milchglas geht. Brauche ich zwar nicht, aber es sieht fantastisch aus. Und zum Schluss noch etwas Höllisches. Eine süße Überraschung. Süssmelonenspiessli flambiert. Das lässt sogar ein cooles Bikerherz höher schlagen. Ich glaube, das könnte sein. Jetzt aber zurück in die Biker-Realität. Gut, ich glaube, Hans, ich habe eine Menüidee. Hat allerdings noch sehr viele Sachen, die fehlen. Wir brauchen sicher Süßkartoffeln, wir brauchen noch mehr Obst und Gemüse. Es braucht Knoblauch, Chili, Randen wären super, Gurken. Und ich brauche vor allem Leute, die mir helfen. Darum glaube ich, kann man, ihr zwei würdet den Grill aufstellen und du gehst posten. Gut, Moment, so einfach geht das nicht. Wieso? Weil du hast jetzt zwar gesagt, was du brauchst, aber Befehle tun immer noch mehr, was unsere Leute anbelangt. Und zwar kannst du vertrauensvoll an meinen Sergeant wenden. Cool. Wir sind im Mannenclub und da lassen wir uns nicht einfach reinschnurren. Wenn du etwas von uns willst, dann kannst du uns bitten darum. Lieber Sergeant, dann musst du mir helfen, dann tust du Leute bestimmen und sagst, wer das Grill aufbaut und wer geht posten. Würde ich sagen, ihr zwei bauen den Grill auf und der Danny geht posten. Merci und weg. Den Job vom Posten übernimmt der Danny. Der Prospect. Das ist ein Anwärter auf die Mitgliedschaft im Club und die kommt man nicht geschenkt über. Sind ihr bereit? Haben gewaschen alle? Jo. Ja. Super. Also, wir machen Spare Ribs, schön mariniert mit einer Barbecue-Sauce. Hat ein bisschen Alkohol drin, ganz wichtig. Dann haben wir dazu Sweet Potatoes. Es gibt feine Quark-Frischkäse-Sauce. Dazu haben wir einen Salat mit Randen, Gurken, Schwarzoliven und Pinienkernen. Es würde jetzt eigentlich darum gehen, dass wir anfangen mit dem Fleisch marinieren, würde ich sagen. Ein bisschen einmassieren. Und das kann man wirklich rausnehmen und ein bisschen einreiben. Zeiten. Gut, also. Fleisch marinieren würdet ihr zwei gerade machen. Könnt ihr gerade loslegen? Alles klar. Also, gut. Und mit euch Gemüse schnippeln. Gut? Ja. Also. Bin überrascht. Die folgen ja prima. Schön streicheln. He? Ja, musst du fein sein zu dem, was du isst. Funktioniert es dort? Ja. Gut. Sehr schön. Und Gurken einfach halbieren und dann so in Rädchen schneiden. Super. Die Randen anfangen schälen kann mal sicher jemand. Dann Frischkäse aufmachen, einen ganzen dort in die Schüssel reinhauen und ein bisschen Quark dazu und dann mit dem Löffel mischen. Also gut, jetzt tun wir die Äpfel hier auf meinen halt noch etwas jungfräulichen Grill. Aber er funktioniert. Ja. Tut sehr gut, genau. Alle schön drauf, dass die jetzt genug lange Zeit haben und nachher einfach klein sind. Und dann weiter schneiden. Gut? Ja, super. Okay, machen wir durch. Super. Das langt, ist im Fall super. Ein bisschen Salz. So. Messer. Es ist mega bedrohlich, wie du da stehst mit deinem Messer. Gut. Wir stehen ein bisschen rum. Ja, wir warten auf Anweisungen. Job und so, oder? Du willst jetzt hier Chef sein, also dann sag uns, was wir nicht machen. Ausnahmsweise. Jetzt siehst du, ich schon über den Status weg, dass ich noch nicht fragen muss. Kannst du sagen, so, los, jetzt machen wir. Dann kann sich schlagartig wieder ändern. Das ist so. Ah, okay, gut, muss ich vorsichtig sein. Ui, ich habe es mit dem Befehlston ein bisschen übertrieben. Gut, jetzt nehmen wir das Fleisch auf den Grill. So, nimmst du? Ja, ja. Genau, du bist stärker als ich. Ja, knapp. Also, mein Grill, genau, auf meinem Grill muss auch etwas. Sehr gut. Ja. Nimmst du so ein kurzes und haust es hier auf den Grill. Genau. Das schmeckt gut, gell? Das schmeckt super. Ganz gut. Beim Dessert machen wir Melonenspiess, die dann schön so mit Zucker auf dem Grill anbraten werden und dann flambiert. Ja. Gut, also Melonen, Höhle. Ja. Nein, die nimmst du weg. Du musst eigentlich... Sind ihr am Schauen, dass nichts verbrennt? Genau, sehr gut. Ja.
aufpassen, dass das Zeug nicht zu schwarz wird. Also könntest du vielleicht, weißt, ein bisschen Glut unten überschieben, dass du auf der einen Seite nicht mehr ganz so heiß hast. Dann holst du Alufolie und tust das Fleisch nachher wie eigentlich in der Alufolie einpacken, dass es gar nicht mehr schwarz wird. Genau, ja. Da auch. Dann auf meinem Grill auch, gell? Gell, das ist gut. Ja, das ist echt gut. Das ist ja logisch. Das ist ja meine. Schön. Komm weg. Ja, jetzt haben wir das Fleisch, das jetzt fertig ist. Die Herdöpfel eigentlich auch. Jetzt würden wir den Dessert noch fertig machen. Wir haben das mega schön vorbereitet. Das ist wirklich gut. Also, die Spiessli haben die Razorbacks vorher in Rohrzucker gekehrt. So, alle Platz haben schön drauflegen und es schmeckt. Du machst das super. Du musst, wenn der Zucker, weißt du, wenn der Zucker. Jetzt, ich leere den Alkohol drüber. Du zündest an. Genau. Und das Feuerwerk startet. Genau. Also, wir flambieren. Let's Achtung. Wow! Schön! Geil! Geil, schön. Mega schön! Dunkle Wolken ziehen auf. Und die Razorbacks haben sich fürs Finale ins Clubhaus zum Warten zurückgezogen. Mit jeder Minute knurrt der Magen der Biker mehr und die Laune verschlechtert sich. Ist sie überhaupt noch da? Sicher breit! Linda kämpft draußen mit der Zeit. Ein paar Minuten mehr und es gibt Spare Ribs mit Regenmarinade. Gerade noch rechtzeitig wird sie fertig. So. Ja, schau, hast schon fast so. Nicht mehr dran geglaubt, aber es sieht gut aus. Spare Ribs. Feine Süßkartoffeln mit Quark-Frischkäse, Soße, ein Salat, Gurken, Rande mit Pinienkernen und natürlich die feine Melonenspieß. Komm, sag. Bitte. Los, mach's nicht so spannend. Top! Die Linda hat bestanden. Aber die grosse Überraschung ist nicht für sie reserviert. Danke dir, super gewesen. Eigentlich muss ich fast sagen, du hast auch eine Kutte verdient. Dani, komm mal schnell, gib mir die mal rasch. Zieh mal schnell ab. Kann ich aber definitiv nicht machen. Und ihm kann ich es auch nicht machen, ich kann dir leider auch nicht mehr zurückgeben. Du hast das heute super gemacht und ab sofort bist du unser neuer Member. Linda, nochmal ganz herzlichen Dank. Super gewesen. In der nächsten Folge «Grill on Wheels» schickt Linda de Jean-Baptiste Gost an einen himmlischen Ort. Der Koch und Jungfrauenheld grilliert im Kapuzinerkloster und muss sich dort den Hausregeln anpassen. Wow, sieht das gut aus. Nächste Woche wieder hier auf Vilma. Fein.